Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ihr seht schon, wir hatten hier viel, was passiert ist und abgegangen ist. Und ja, aktuell ist es aber relativ ruhig, wenn man so sehen will. Die wissen alle nicht, was sie gleich mit ihrer... Achso, es gibt keine Abkippstelle mehr, ne? Wo kippen wir hin? Kippen wir eins enger hier noch. Ich kipp doch alle mal hier hin noch. Kippt es noch ein bisschen voller. Jetzt haben sie alles, was alle noch was zum Kippen. Salz drin, Gestein. So, jetzt langsam ist das Ganze hier auch voll. Und läuft dementsprechend. Jetzt muss man das nur mal umplanen, ob man das nicht vielleicht ein bisschen anders designt noch. Ich muss das auf jeden Fall hier drüben bei den ganzen Anlagen noch hinbringen. Dann wird das zur Hauptroute hier hinten. Dementsprechend verändert sich das. Bauernerntemaschine hat keine Bäume mehr. Ach schon. Habe ich sie jetzt endlich mal von allen guten Geistern. Dann sollen sie langsam hier vorne das alles abmähen, dass ich dementsprechend so viel benutzen kann zum Bauen wie möglich. Danach müssen wir dann hier einen Durchbruch machen, dass wir die Seite verwenden können und einen Weg nach oben und dann hier anfangen zu planieren. Wir müssen halt immer schauen, dass wir ein Stück für Stück weiterkommen. Weil wenn wir uns anschauen, die Insel ist ja noch relativ unbesiedelt. Wir haben ja noch viel Platz. Hier unten sind die Bagger in der Mine drin. Wir haben aber schon so viel Eisen noch auf Lager und alles drum und dran, dass wir damit nicht wirklich was anfangen können. Ich hoffe mal, dass einer der Bagger... Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt alles markiert? Nehme ich noch ein paar uns vor. Nimm doch gleich, genau, nimm dir hier die vorne vor. Das ist perfekt. So brauche ich das. Und dann können wir als nächsten Schüttpunkt rein theoretisch hier die sie uns vornehmen. Dass man hier langsam ein bisschen aufschüttet. Dann können wir das begradigen und alles und dann wird das eine ganz feine Gegend noch. So, hier läuft es noch alles ganz, ganz gut. Dann gehe ich jetzt hier mal wieder aufs Kopieren-Tool. Ah ne, es geht noch gar nicht, wenn du es hier so guckst. Der Bagger muss noch hier alles weg ernten. Bergmann hat kein Gebiet zum Abbau. Na schau, die haben jetzt nichts mehr zum Abbauen. Dann setzen wir sie doch mal. Wo setzen wir sie denn tiefer? Erstmal nach da vorne hin ausheben. Erstmal nach unten buddeln. Die Mine dementsprechend herrichten, dann sollte alles dementsprechend gut laufen. Nachher stellen wir einen Turm vielleicht dann hier rüber oder sowas. Dann ist es hier wirklich noch frei zum Fahren. Und wir richten noch hier irgendwas anderes ein, damit dann hier die Straße hochführt. Das wäre auch eine Variante natürlich, dass wir das gar nicht rumführen. Problem, die Mine führt ja eh weiter lang. Dementsprechend muss man natürlich gucken, was man macht. Ne, die Lager haben jetzt ein bisschen was auf Lager, das ist doch gar nicht schlecht. Nehmt euch die nächsten Bäume vor, macht sie platt. Na, schätzen sind sie nicht fast alle weg. Die guten Freunde, so. Wo bleibt mein Kopiertool?
So. Und da nehme ich jetzt hier wieder das Rohr. Da das ja fürs erste Endschnürchen ist, wird das schon so passen. Dann können wir dementsprechend noch ein flaches Band setzen. Das außen mitläuft und dann sich hier dementsprechend anschließt. Perfekt. Du kriegst von mir jetzt aber hier Grünzeug hin, hier Kartoffel hin, hier Grünzeug hin und hier Gemüse hin. Weil dann haben wir genau langsam so ein bisschen so einen Takt, wisst ihr? Einfach damit es dann immer so ist, wir haben einmal immer in jeder Zeit eins im Wachsen. Dass immer zwei sich erholen und zwei eins davon Gemüse und eins davon Kartoffeln erzeugt. Somit hast du halt immer eine schöne Rotation an Sachen, die wir produzieren. Später kommt noch Weizen für Brot und das ganze Zeugs dazu, aber dafür braucht man dann eigentlich eine eigene Stelle. Da könnte man rein theoretisch das hier zum Beispiel verwenden. Das sollte dann funktionieren. Aber jetzt haben wir 24 Monate wieder drin. Und wenn das gebaut ist oder wenn das hier alles läuft, dann können wir nicht rein theoretisch einmal sagen, okay, die da hinten, die kommen jetzt alle weg, die brauche ich nicht mehr. Weil die sind halt echt platzverschwendend und dann könnte ich die Gebiete dementsprechend auch erweitern. Weil natürlich irgendwann wird auch mehr Wohnraum benötigt einfach. Und das hier ist Platz, der uns flöten geht. Da jetzt gießen sie schon den Platz zwischen den Inseln auf. So wollen wir das. Werde ich später einfach irgendwo einen Turm hinstellen. Einen Arbeitsturm, der dafür zuständig ist, dass ich einen Bagger habe, oder Bagger, ein Team habe, was ich überall auf der Insel versetzen kann und sagen kann, okay, buddel mir hier das ab. Buddel die Ecke hier weg oder sowas. Die buddeln sich ja mittlerweile hier runter. Ganz brav. Sollte eigentlich ganz gut laufen. Was haben wir hier noch? Da genau, den neuen Turm. Das ist ein bisschen größerer Turm. Das kannst du halt zum Beispiel, wenn du jetzt sowas hier hast, die Sachen verbinden und mit einem Turm ablösen. Das ist ganz praktisch. Was haben wir hier jetzt drin? Das Wartungsdepot 2. Wir können die Reintische mal verbessern. Dann haben wir fürs nächste auf jeden Fall den guten Vorgang, dass die weitergehen. Gradet die ab. Dann sind die Stufe 2 und dann müssen wir fürs Erste auch nicht mehr so viel nachholen. Jetzt müssen die natürlich dementsprechend nachproduzieren. Obwohl ich glaube nicht mal, dass es jetzt heißt, okay, wir sind nicht schlecht dabei, sondern wir haben halt unser Maximum dementsprechend erhöht, ne? Das macht dementsprechend natürlich, aber das wird dementsprechend auch steigen und wir haben halt einfach eine längere und eine höhere Quantität, an der wir rumbasteln können, bevor irgendwas ist. Der hat schon wieder zu viel Holz, okay. Oh, so wenig. So, die buddeln sie jetzt schon mal tief rein. Das ist gut, hier müssen wir später wahrscheinlich noch tiefer gehen. So viel Kohle wie hier ist, brauchen wir eine ordentliche Mine. Dann werde ich jetzt hier gleich mal ein bisschen umdesignen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen will, aber ich hätte gerne das Diesellager irgendwie so ein bisschen verschoben, beziehungsweise auch die ganze Anlage hier ein bisschen. Stört mich gerade hier so ein bisschen einfach, aber ich glaube, da kann ich wenig machen in dem Fall. Das Ölfeld ist halt da. Wo ist echt das nächste Ölfeld? Wenn ich jetzt alles ausschalte, habe ich ein Ölpatch hier. Habe ich sonst noch ein Ölpatch? Ganz da hinten habe ich noch eins. Und das scheint es dann auch gewesen zu sein an Öl. Leider sehe ich natürlich hier nicht die Menge, wie viel Öl da drin ist. Bedeutet, ich brauche dementsprechend bald mal einen Platz für einen Hafen.
Ja, wäre vielleicht hier dann ganz schlau. Im Hefes ist die Stadtarbeiterin. Oder wir setzen den Hafen nach hier hinten, machen da die Produktion. Dann muss es dementsprechend halt geleitet werden. Die Energie und das alles wird natürlich auch nochmal ganz anders in Zukunft verarbeitet wie aktuell. Oh Gott, leeren. Leert die Dinger einfach. Schüttet damit zu. Das ist, wir haben so viel auf Lager aktuell. Schauen wir einfach, dass wir den letzten auch immer so ein bisschen leer halten. Ach, ich habe den entleert gesagt. Upsala. Entleert bitte den immer bei der Hälfte. So. Dann können die jetzt nicht weiter produzieren, dann geht es hier nicht weiter, weil ich hier halt jetzt gerade extrem den Stau angebaut habe. Was blöd, ein bisschen blöd ist. Vorteil ist, die nutzen das natürlich jetzt zum Aufschütten. Bedeutet, hier wird dann geschüttet in dem Fall. Ah, euch fehlt schon wieder ein bisschen Gebiet, wie scheint. Dann geht ihr mal hier an die Ecke noch an. Die buddeln sich jetzt auch langsam durch den Berg durch. In den Berg rein. Und tun es dementsprechend. Zu wenig Arbeiter schon wieder. Wie viel habe ich aktuell? 50. Wenn ich jetzt sage, ich will die Unterkünfte erhöhen, 140 dauert. Das brauche ich allein dafür. Aber ich könnte hier schon mal einen Achterblock erzeugen, zum Beispiel. Ich könnte hier das riesigste Gebiet bauen, ey. Ich passe natürlich nichts hin, aber ich kann rein theoretisch viel machen. Setzen wir doch hier schon mal was hin. Ich werde auch, dass in Zukunft dann nur noch die Umfahrung genutzt wird. Nicht genug Wartung, was? Aber halt zu wenig Mitarbeiter rein, theoretisch, oder was? Na, weil zu wenig Maschinenteile. Ah, das war jetzt ein Wartungsproblem. Shit. Jetzt hat, das war einfach ein Problem dadurch, dass wir keine Metalle mehr hatten. Dadurch, dass wir natürlich die ganze Zeit die Produktion stehen hatten, sind wir da dementsprechend ins Stocken geraten. So. Jetzt stehen wir aber wieder relativ gut da, wie es ausschaut. Eine konstante Produktion und dadurch sollte dann hoffentlich auch hier langsam wieder gestartet werden. Alles herzustellen. Gut. Nicht genügend Arbeiter, das sollte sich hoffentlich auch bald mal beheben. Da müssen wir irgendwas tun dagegen. Also jetzt haben wir ihn natürlich eh jetzt erstmal für das erste das so gemacht, dass er das Abpumpen dann anfangen. Das ist halt natürlich trotzdem ein bisschen doof. Was ist, wenn ich hier so einen gleichmäßigen Verteiler einsetze? Schau, wir setzen das jetzt ganz simpel ein. So, tut das mal alles weg. Dann machen wir einen schönen Verteiler rein. Und dann dementsprechend hier zwei Verbinder. Und dann sollte das dementsprechend gleich wieder funktionieren. Dann sollte der das dementsprechend gleichmäßig verteilen. Gut, so wollte ich das eigentlich. Viel besser. Dann teilt sich das nicht schön auf und alles ist gut. Dann läuft nicht das auch dann eine Rate dadurch. Wenn sich das jetzt schon wieder so rückstauen anfängt, ist natürlich auch die Sache, aber... Da kann ich natürlich jetzt wieder nichts für. Die produzieren auch gerade noch nicht. Produziere ich zu wenig Wartung oder was? Du musst auf jeden Fall jetzt mal wieder auf das gehen. Für
wird sofort im Eingangs- und Ausgangshof gelagerte Produkte. Ah, okay. Ja, das ist ja wurscht. Ja, schau mal, wie die Platten jetzt steigen. Oh, das Lager ist schon voll. Jetzt sind die aber wieder schon wieder so nö. Das liegt jetzt aber nur dran, weil die nicht rechtzeitig liefern, kann das sein? Also beide produzieren jetzt, aber wir kommen halt echt nicht hinterher. Wir brauchen mal wirklich einen, der sich dezidiert drum kümmert. Aber wir sind mittlerweile bei 40%, das geht natürlich auch schon. Die müssen das bloß alle rechtzeitig immer von A nach B liefern. So. Hier hinten scheint auch immer ein bisschen was in Bewegung zu sein. Das ist gut. Wenn ich ein bisschen was in meinem Lager sehe, dann ist es für mich so ein gutes Zeichen, dass genug da ist. Asche, die tun jetzt gerade... Sind jetzt bei Gemüse. Das ist bei Gras. Wir müssen rein theoretisch jetzt hier wegbaggern, damit wir gescheit durchkommen. Den gescheiten Weg noch bauen und alles drum und dran. Da müsste man jetzt hier entlang baggern zum Beispiel in dem Fall. Genau, das Wartungsdepot, ja, das kennen wir ja schon alles. Guck, was ist hier noch Neues? Eine Luftzerlegungsanlage, ja, das ist natürlich jetzt, da kriegen wir Sauerstoff und Stickstoff raus. Das ist was für die Zukunft noch. Also ich glaube, ich mache das jetzt das erste so, dass ich die... wirklich die Förderstrecke dementsprechend... und das hier lang setze. So. Ah ja, aktuell haben sie natürlich noch die Variante, die sie fahren können. Kohlelager ist natürlich noch so eine Sache. Ich überlege gerade, ob wir so ein kleines Kohleschüttlager nicht einfach hier reinsetzen. Und dann dementsprechend ein U-förmiges Förderband. Dann kann es dementsprechend auch direkt hier ablaufen. Und alles ist angesteckt, alles läuft, alles ist super. Jetzt müssen die natürlich dementsprechend noch die Verkabelung setzen. Also viel Kohle wie hier drin ist, haben wir auf jeden Fall genug, um jedes gefühltes Lager zu füllen. Jetzt müssen wir denen hier noch zuweisen, dass es Kohle ist. Ist die Frage, wie befüllen sie das? Ja, es muss jetzt noch darauf warten, dass es bummvoll ist. Wartung ist auch wieder im guten Bereich. Schaut doch alles mittlerweile aus. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Es dauert zwar. Wie jetzt hier, jetzt hoffe ich mal, dass sie langsam hier das Zeug bringen, damit das gebaut wird. Was fehlt denn da groß noch, ne? Ah, das ist. Schnell liefern, so. Ich will es noch sehen in dieser Folge. Schnell. Oh, jetzt fehlt wieder das. Ah, schade, das ist jetzt hier da. Gut, und dann. Öl läuft rein. Hier läuft. Unsere geliebte Kohle lang. Die können das schön vollpumpen. Mit dem auch genug dann auf Lager sie jederzeit. Und somit sind dann die dementsprechend auch vorbereitet, um jederzeit zu arbeiten. Beziehungsweise können die noch ein, zwei Destillen hinzustellen. Die dann für uns weiterhin das Ganze produzieren. Das ist natürlich noch besser. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Also, bis dann. Ciao.